I want to get rid of like the last name. Ich will nur mehr Allegra sein. Allegra. Yeah. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Danke fürs Kommen. Ich finde es voll lustig, dass du uns gerade vorher erzählt hast, dass bei dir in der Schule und alle nennen dich jetzt Allegra. Mhm, auch oft unabsichtlich, aber auf jeden Fall einige von meinen Lehrern haben es schon ganz diskret mal so mich so genannt. Und dann, aber ja, voll ist eh. Wie kann man diesen wunderschönen Namen sonst auch sprechen? Ja, Allegra halt. Allegra, ja, wunderschön. So. Ja, aber Allegra ist eh auch. Ist eh auch ganz cool, finde ich. So nennt mich meine amerikanische Oma immer. I love it. Ja, ich habe den Namen und ich dachte mir, it's Allegra, of course. Yeah. Und auch wie du gesungen hast, ich meine, du hast es ja, also das war, was, bitte, was, wie org war das denn? So toll. Du bist so toll, Allegra. I lost it all. Also das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich dann Instagram-Feed anschaut. Ist da eine Probe, dann machst du das, dann kochst du, dann fährst du nach Frankreich auf Sprachreise. Du bist wie so ein... Yeah. Du brauchst das voll, oder? Yeah, du brauchst einen voll... schnell langweilig, muss ich sagen. Wahnsinn, woher hast du das? Ich weiß es nicht. Es ist einfach so, it's like my thing, so dass ich immer irgendwas machen muss, sonst wird mir sofort langweilig und dann ist es schrecklich. Also immer irgendwas zu tun ist so my thing. Also du machst das Maximum aus deiner Zeit raus. Ja, voll. Was machst du denn, wenn du mal einen Tag hast, wo du absolut, kommt wahrscheinlich selten vor, aber absolut nichts zu tun hast? Also oder wo du sagst, da übe ich jetzt auch nicht. Gibt es so Tage, wo du sagst, da übst du nicht? Ja, voll, aber da habe ich immer irgendwas anderes, was ich dann halt mache. So wenn ich einen Tag mit Freunden oder so verbringe, dann übe ich halt mal nicht, aber dann mache ich eben was mit Freunden, weil ich finde, wenn ich einen Tag lang nichts mache, dann ist es ein bisschen so verschwendete Zeit. Dann ist es so. Ja. Du bist ja voll im Business. Also das ist ja nicht nur, ich meine, du bist so jung, deine Filmografie liest sich wie von, weiß nicht, andere Schauspieler, die seit ewig im Geschäft sind. Ich habe mir dann gefragt, von Schauspieler zu Schauspielerin, hast du dann den Moment, wenn du für eine Rolle dich vorbereitest, hast du irgendwann den Moment, wo du denkst, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich den Charakter. Es kommt wirklich immer drauf an, weil ich habe, glaube ich, in meinem Leben, weil Leute sagen immer, oh, ich bekomme so viele Filmrollen sozusagen halt auch für mein Alter, aber es ist gar nicht so. Ich habe schon mindestens 100 Castings in meinem Leben gemacht und davon klappen dann halt jedes 20. vielleicht einmal. Ja. Und es gibt natürlich Rollen, wo man sich denkt, boah, das ist einfach total ich. Zum Beispiel, ich habe vor einem Jahr eben einen amerikanischen Film, eben für Hallmark gedreht. Ja, das ist und da war meine Rolle genauso alt, wie ich halt damals war. Da war ich halt 14, meine Rolle war 14. Sie muss singen können, sie muss perfekt amerikanisch sprechen können. Und meine Oma ist Amerikanerin und meine Mama hat lange auch in Amerika gelebt, deshalb bin ich muttersprachlich Englisch. Und sie muss Eislaufen können und ich habe 3 Jahre Kunsteislaufen gemacht, als ich klein war, und dachte ich mir, wenn ich diese Rolle jetzt nicht bekomme, dann ist irgendwas falsch. So, das gibt's nicht, dass ich diese Rolle jetzt nicht bekomme. Und dann kam wirklich so, ich habe nur ein E-Casting einschicken müssen und dann kam so 2 Tage später so der Anruf von Hallmark, ja, du hast die Rolle bekommen. Und dann war ich so, yeah, well, it was meant to be, so hätte ich die nicht bekommen, aber irgendwas falsch gewesen. Also, also ich was weiß gar kannst nicht, du denn wirklich nicht anhalten sollen? Das gibt's doch nicht. Wie arg bist du? Ich meine, man kommt ja wirklich aus dem Staunen nicht raus. Erstens mal, deine Online-Präsenz ist so wahnsinnig professionell. Deine Homepage, dein Instagram, everything is where it should be. Deine Band, du hast deine eigene Band. Sozusagen. Die understated einfach mal Mitglieder der Wiener Symphoniker sind. Ja, voll. Na, weil mein Papa ist bei den Symphonikern. Ja. Und es hat sich, so hat sich die Band irgendwie entwickelt. Ich habe dann früher, als ich klein war, vor allem Straßenmusik in Bregenz gemacht. Mit meinem Papa so auf der Gitarre und ich so mit der Mini-Geige. Und habe eben gesungen. Und dann hat mich, glaube ich, irgendwer da von den Symphonikern gesehen, der das irgendwie managt jedes Jahr. Und dann war so, ja, wollt ihr nicht nächstes Jahr dann beim Tag der Wiener Symphoniker spielen? Und da war ich eben 7 und das war so mein erstes riesiges Konzert, wo wirklich viele Leute auch waren. Und dann kam nächstes Jahr eben der Vibraphonist dazu von den Symphonikern, hat mitgespielt, da war nächstes Jahr ein Schlagzeuger auch noch dabei. Also ist dann irgendwie immer größer geworden. Voll. Und das hat sich irgendwie dadurch so ein bisschen entwickelt. So schön. Das heißt, du bist praktizierende Musikerin, nicht nur, dass du hochbegabt bist und studierst. Seit wann studierst du? Also ich habe dieses Semester die Aufnahmeprüfung als Jungstudentin gemacht, aber ich war
Vor 2 Jahren war ich noch so im hochbegabten Kurs, sagt man halt so, wenn man halt schon an der Uni ist, aber noch nicht studiert. So bist du auf der MDW auch? Ja, voll. Und dann sind wir Studienkollegen. Ja, voll, genau. Also ich mehr oder weniger. Ja. Also ich studiere am Popularinstitut, du machst... ich mache klassisch Geige. Konzertfach oder wahrscheinlich? Einfach nur Unterricht momentan noch. Das ist so eine großartige Uni. Ja, muss ich auch sagen. Und ich. Also das ist, ja, schön. 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 Du sag einmal, bei dir hat man das Gefühl, es gelingt alles. Die Sonne scheint überall aus dir raus. Ja. Gibt es denn auch mal irgendwie Situationen, wo nicht alles auf Anhieb gelingt? Wie gehst du damit um? Ja, es klappt. Es klappt. 99% der Sachen klappen nicht in meinem Leben. So, es klappt natürlich so viel nicht. Das ist alles, was man sieht, was ich mache. Die Konzerte, die ich habe, sind wirklich nur so ein Mini-Bruchteil von dem, was sich eigentlich alles hinter den Kulissen abspielt. Mit, sei es Castings, sei es Vorstellungsvideos, da geht so viel Arbeit hinein. Mhm. Deshalb finde ich es auch immer so, wenn Leute sagen, ja, du hast ja eh alles und du bist so verwöhnt, weil du kannst das alles machen. So, das stimmt nicht, da steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Die, das kann man auch immer sagen. Ja, voll. Die halt da reingesteckt wird. Und dann klappen eben einige Sachen einfach als Belohnung dafür, dass man so viel gearbeitet hat. Also ich finde, das kann man nicht so aus dieser einen Perspektive nur sehen. Und ich finde, Talent ist das eine. Aber du musst es perfektionieren, du wirst ja auch ganz oben mitspielen kommt man nicht hin, wenn man nicht Zeit investiert. Wie du auch sagst, du nutzt irgendwie ja dann jeden Moment auch zu üben und dich weiterzubilden. Ja, nein, komplett. Also ich meine, ich war ja vor ein paar Jahren beim Supertalent. Mhm. Und wenn man sich da vor allem meinen Gesang anhört, ja, ich war halt 11, war halt lieb, aber es war nichts an Technik da. Ich habe halt einfach irgendwas gesungen. Ich habe komplett in so einem Nasal gesungen, habe irgendwas einfach gemacht. Das war halt lieb. Und ich habe wirklich hart an meiner Stimme gearbeitet und ich will immer noch mich halt weiterentwickeln, weil ich auch genau weiß, wo ich hin möchte, sei es gesanglich oder mit der Geige oder so. Deshalb, genau. Voll. Meine Liebe, in welche Kategorie steigen wir denn ein? Ich finde, wir könnten in die Entweder-Oder-Fragerunde gehen. Lass uns doch Entweder-Oder Fragen beantworten. Okay. Allegra, du, welcher Typ bist du? Schauen wir mal oder let's go? Let's go. Yes. Of course you are. Haben oder sein? Ja, das sind so, man könnte so viel hineininterpretieren in diese, ich glaube sein. Ich liebe das einfach, dass du das sagst. Das stimmt so. Ich würde sagen, sein. Ja. Ja, absolut richtige Antwort, ja. Meines Erachtens. Ja. Du, Textnachricht oder Sprachnachricht? Wenn ich sie verschicke, dann mache ich lieber eine Sprachnachricht, aber wenn ich eine bekomme, lieber Text, weil es sind so viele, und was wollte ich noch sagen? Aber jetzt gibt es ja auf WhatsApp, kann man es ja schneller machen jetzt, das ist echt praktisch. Was? Ja, man kann es auf 1,5 Tempo oder auf doppelt so schnell machen und das ist super. Man versteht jedes Wort noch genauso. Gott sei Dank bist du heute hierher gekommen, ja. Das ist ja Wahnsinn. Wir kommen zur letzten Kategorie, wie sich der nennt, Word Rap. Wir müssen mal. Mein absoluter All-Time-Favorite-Hit ist? Ich weiß nicht, ob Don't Stop Believing aus den 80ern ist, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich Don't Stop Believing. Ja, das geil. Mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Cool. Cool, da hast du ja auch ja super Repertoire-Kenntnisse auch. Also wenn du ja, also zwar keine modernen Repertoire-Kenntnisse, also ich könnte jetzt... Ich hab, ja, also ich bin nicht sehr up-to-date mit der Musik, muss ich sagen, halt das, was auf TikTok im Trend ist. Ich bin eher so 80er Musik. Cool, das ist cool. Mehr so mein Thing oder so aus den 2000ern. Also ich bin wieder dran. 10 Minuten vor dem Einschlafen mache ich. Entweder ich bin im Handy oder ich meditiere. Und mache so Manifestation und mache so, ich fange jetzt auch so Hexerei, zu meditieren. So Verschwörungssachen und sowas. Hast du das Moment? Machst du geführte Meditation oder bist du da in deiner eigenen Welt? Beides. Es kommt immer darauf an, also worauf ich halt gerade Lust habe. Ich mache weniger Meditation als eher so Manifestation-Sachen. Einfach, dass man, wenn man einen schlechten Tag hat, so wieder das richtige Mindset hat. Super. Komm ich dran. Mein Markenzeichen ist? Meine Persönlichkeit, glaube ich. Wenn mich Leute kennenlernen, dann ist es halt immer gleich so. Weil es gibt Leute, entweder... Ich verstehe mich super gut mit Leuten und mir kommt total gut klar oder gar nicht. Was dazwischen gibt es ja nicht, weil entweder man mag dieses
die ganze Zeit Energie und die ganze Zeit irgendwelche Ideen haben oder sowas. Oder man mag es halt nicht, was auch okay ist. So, und für mich wünsche ich mir, dass ich immer eine Balance haben werde zwischen Arbeiten und nicht Arbeiten. Also halt so privaten Leben und Ruhe und also Work-Life-Balance. Ruhe halten. Voll, genau. Das finde ich ist auf jeden Fall das Wichtigste, weil dann kann man immer weiterarbeiten und auch an sich arbeiten. Aber wenn man das nicht hat, dann geht es, glaube ich, schnell weg. Man braucht die Ruhe auch, ja, auf jeden Fall. Magst du die letzte Frage anmoderieren? Du hast es so nett gemacht. Also unser Team, die waren auch so neugierig, sind aus Nägelsnossen. Die durften auch Fragen zusammenstellen. Also jeder hat eine Frage in dieses Glas geworfen. Und wenn du möchtest, kannst du noch eine Frage von unserem OZA-Team ziehen und diese auch noch beantworten. Such dir einfach eine aus, nimmst gleich die schönste. Was bedeutet Feminismus für dich? Oh, oh wow, okay, alles wow, klar. Das ist eine gute Frage. Naja, es bedeutet mir natürlich sehr viel. Also es, ich finde, wenn man nicht Feminist ist, dann muss man irgendwas an sich selbst ändern, glaube ich. Weil viele verstehen das Wort auch Feminismus falsch und denken, es ist so, dass nur Frauen sollen immer weiter höher gehen. Aber es stimmt nicht, weil haben ja auch Männer natürlich Nachteile, aber Feminismus kommt halt von dem, dass Frauen eher benachteiligt wurden bis jetzt. Also es bedeutet mir sehr viel und ich bin grundsätzlich in all diesen politischen Themen, ich informiere mich sehr gerne auch drüber und so. Also ja. Oh, großartig. Bist du eigentlich? Ja, großartig. Danke, dass du heute... Danke, es hat mich sehr gefreut. Wie spricht man deinen Nachnamen aus? Tinnefeld? Tinnefeld. Tinnefeld. I want to get rid of like the last name. Ich will nur mehr Allegra sein. Aber es ist, du, Allegra is enough. Oder? Like, so, finde ich auch. Adele. Allegra. Oh, meine Liebe, danke, dass du gekommen bist. Danke. Was wünschen wir der Allegra denn? Wir wünschen dir, dass du eine gute Work-Life-Balance für dich findest und immer hast. Und ja, und alles Beste auf der ganzen Welt. Du scheinst ein toller Mensch zu sein. Dankeschön. Ja, das hab ich sehr gefallen. Wir müssen noch so Selfies und alles. Na ja, dann. Allegra.